Tamara hat etwas gemacht, was absolut unglaublich klingt. Doch das, was sie da auf dem Dekolleté trägt, ist wirklich ein Tattoo. Das geht nie wieder weg. Und Tamara hat das aus aufrichtiger Liebe getan. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so freue. Ich habe ja schon fast überventiliert. Ja, es hat ziemlich nervös, weil für mich ist es halt schon hart. Es muss weg unbedingt. Aber ich kann gar nicht mehr in den Spiegel schauen oder so, deswegen. Die Geschichte, die die Jury jetzt gleich zu hören bekommt, wird alles in den Schatten stellen, was sie bisher an Horror-Tattoo-Geschichten kannte. Grüß dich. Hallo. Hi. Hallo, ich bin die Tamara. Und ja, meine Geschichte zu meinem Tattoo ist eigentlich voll peinlich. Ja, aber wir wollen es hören. Bitte, das ist sein Joker. Du bist mein Joker. Ich habe die Leute wirklich angeheizt mit dem Ding. Versuch's kompakt, aber auch bitte von Anfang an. Okay, also ja, ich habe halt vor 2 Jahren jemanden im Internet kennengelernt. Und habe halt über ein Jahr halt mit ihm geschrieben und telefoniert, aber fast jeden Tag. Wir haben auch ganze Nächte telefoniert und so. Und ja, der hat halt so, ich sag mal, blau vom Himmel versprochen. Und ich war zu der Zeit halt ziemlich emotional down und wollte von zu Hause unbedingt weg und so. Und ja, habe mich da halt so dran geklammert. Und dann fing es halt an, dann wollte er Liebesbeweise haben und so ein Zeug. Und ja, ich habe mich halt da schon ganz schön unter Druck setzen lassen. Auf jeden Fall war es dann so, ich habe mich tätowieren lassen, bevor ich ihn gesehen habe. Also bevor ich bei ihm war, habe ich es mir tätowieren lassen. Der Text kommt auch von ihm, nicht von mir. Also Jung, der schickt dir einen Text. Der schickt, ja. Ja, jetzt machen wir den Text drauf und dann beweist du mir. Ja, und für ihn war das halt so, ja, Liebesbeweis und so. Ich war halt dumm und blind und so. Kommst du mal bitte zu mir? Ja, ja, hast du was von Kindern? Ja, Kinder habe ich aber keine. Warte, einfach nur noch mal auch für die Zuschauer mal zum Setzen lassen. Ich lese jetzt mal den Spruch, der wirklich auf dem vollen Dekolleté. Können wir das mal kameratechnisch einfangen? Mal komplett. Ich, Tamara, verspreche und schwöre dir, Ausrufezeichen, Sascha O. Punkt, bei Gott und unseren Kindern, wie die entstanden sein sollen, die nicht existieren, ist das du hast nächste. Ja, hast du noch gar keine? Oh Gott. Ehre und Treue sowie ewige Liebe bis in den Tod. Dieses heilige Band schwöre ich für immer. Abgefahren. Das ist das Abgefahrenste, was ich je gesehen habe. Auch kein Foto. Nichts, auch kein Foto. Nein, gar nicht. Und wo du das dann hattest, hast du den dann mal gesehen? Ja, ein halbes Jahr später für 8 Wochen. Ja, und dann? Und dann durfte meine Schwester mich abholen, weil er psychisch, der stand auch mal. Also der war voll Alkoholiker und so. Und im Endeffekt kam raus, er hat schon Kinder, war verheiratet. Sag mal, hast du wirklich gedacht oder geglaubt, das ist dein super Traummann? Zu der Zeit, ja. Oh, du hast ihn ja nicht mal gesehen. Ja, aber ich hatte da immer so eine lockere Einstellung, weil ich gedacht habe, okay, so wie du den Menschen kennst, verliebst du dich. Also so, auch wenn du nicht gesehen hast, aber so wie, naja, also na, aussehen. So. Ja, in dem Moment, ja. Okay, danke dir fürs Kommen. Wir sehen uns später. Ja. Danke für die coole Story. Danke. Ich hammer. Okay. Bitte. Die war, wo sie den kennengelernt hat, 20. Das ist ja super jung. Sie hat ihn nie gesehen. 19. Oder 19, 19, ne? Und du weißt auch nicht, was sie vielleicht überhaupt alles schon im Leben durchgemacht hat. Ganz ehrlich, wenn sie das nicht drauf hätte, würde ich sagen, die lügt. Das hat sie schon ausgedacht. Aber hat sie ja nicht, weil es steht dort. Es steht drauf. Es steht unter der Haut. Ja. Also das heißt, sie hat es nicht ausgedacht. Also das verstehe ich nicht. Derbe. Unvorstellbar. Hammer, Hammer, Hammer Story. Ivans Tattoo sollte eine wunderschöne Erinnerung an den wichtigsten Menschen in seinem Leben sein. Diese Geschichte hat er bisher kaum jemandem erzählt. Ein komisches Gefühl, weil die Geschichte, die ich halt erzähle, es fällt mir schwer zu erzählen, weil man mag nicht wieder erinnert werden an das. Und man muss es jetzt noch mal erzählen, halt, wie das passiert ist. Und das ist halt schwer. Ivan hat extra den weiten Weg von Wien nach Stuttgart gemacht, obwohl es ihm schwerfällt, die Geschichte zu seinem Tattoo öffentlich zu machen. Hallo! Grüße. Hallo! Mein Horror-Tattoo ist halt nach meiner Scheidung entstanden. Ich wollte, ja, es war eine schwere Zeit nach der Scheidung. Ich habe viele Gerichtstermine gehabt, Jugendamttermine. Das Kind durfte ich nicht so oft sehen. Es geht halt um meine Tochter. Ja, und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, sie auf meiner Brust zu tätowieren. Ja,
Und dann ist halt ein Horror-Tattoo daraus entstanden. Und du bist heute Nummer 1, komm mal rein. Zeigst du es uns mal? Ja. Komm mal her. Mal näher. Leute, ist euch bewusst, dass er heute extra von Wien hergekommen ist? Ja, das wollte ich jetzt fragen, weil ich hab's ja. Hurra. Also, das ging ja aber das, komplett schief. Ja, so ist das. Am Anfang war es nur schwarz. Mund? Am Anfang war es nur schwarz. Und dann zum Aufhellen hat er noch weiß und gelb verwendet. Ja. Nach einem Monat. Okay. Dann war es grün, jetzt ist es halt ein bisschen heller geworden. Nee, das ist ja die gesamte Perspektive, die ganzen Sachen, Augen, Nase, Mund, hier haut ja gar nichts hin. Ne? Ja, ich war schon. Nicht mal die Frisur im Endeffekt, also er hat eigentlich gar nichts, das hat nicht ansatzweise was mit deiner Tochter zu tun. Ja. Dann, das ist ja jetzt hier das größte Problem, wenn wir das covern sollten am Ende, dann müsste man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man das wegcovert komplett, dass das gar nichts mehr mit deiner Tochter zu tun hat. Und deine Tochter an sich müsste irgendwann mal vom Spezialisten woanders neu platziert werden. Okay. Das ist das Einzige. Wo man sagt, man kann es covern, dass es halt wegkommt, komplett was Ordentliches drüber, womit man leben kann als Thema Tattoo. Aber Thema Tochter ist an der Stelle, sorry, vorbei. Cool. Danke für die Story. Vielen Dank. Danke euch. Bis dann. Bis später. Ciao. Ciao. Ivan hat lange vor Gericht darum gekämpft, sein Kind regelmäßig zu sehen. Am Ende hat er gewonnen. Doch wird er es übers Herz bringen, sich jetzt von dem Tattoo zu trennen?